So, habe die Ehre, liebe Leute. Willkommen zurück zu Dark Souls Remastered Platin Run. Painted World erledigt. Gemalte Welt von Ariamis. Hat ein bisschen länger gedauert, ne? Ich war Mai. Trotzdem bin ich nicht so unglücklich, wie das Gefarme abgelaufen ist, ne? Die 10 Andenken der Vergeltung gingen relativ zügig. Das Einzige, was nicht funktioniert hat, naja, mein Gott, na, das waren halt. Das war halt der Schweif von Priscilla, ne? Mei, das ist jetzt auch nicht so tragisch, schon machen wir es halt im New Game Plus. Was soll's? Gehen wir halt da nochmal rein, ist jetzt auch nicht so stressig, gell? So, was wir als nächstes machen werden, ist den Eid erstmal beitreten. Moment, erstmal die Ausrüstung wieder. Das Blutschild brauche ich auch nicht mehr. Ja. Wir teleportieren uns, wie heißt es, zum Finstermondgrab, genau. Jetzt machen wir den Eid und dann gehen wir zu Finstersonne Wendelin. So, dazu brauchen wir aus den Katakomben den Finstermond-Sonsring. Genau, Finstermond-Sonsring. Und schon geht hier die Statue weg. Man darf es nicht beschmutzen, ja, das machen wir aber im Anschluss trotzdem. So, erst einmal den Eid, na, die Eid-Trophäe selbst. Den betreten wir dabei, weil den müssen wir vertiefen. Blauer Augapfel, Finstermond, Klingelring ist rein PvP, das ist wurscht. Was nicht wurscht ist, ist Andenken der Vergeltung abgeben. 10 Stück. Dann kriegen wir das Dark Moon Blade. Genau, Wunder Finstermond Schwert. Sonnenlichtschwert gibt es auch noch. Das kriegen wir aber nur bei den Sunbrows, aber da können wir sowieso jetzt nicht beitreten. Weil wir keine 25 Wille haben. Das machen wir dann einem NG Plus. Aber wichtig hier, Wunder Finstermondschwert. Gibt es nicht anders. So, und jetzt können wir den Eid abbrechen. Was eigentlich völlig wurscht ist. Nehmen wir. Na, wurscht. Nehmen wir halt den Wolfsring wieder, gell? Ja. Schaut mit Klamotten aus. Warte mal. Oh, besser ist nix. So. Der ist ein bisschen doof. Ausweichen. In die Ecke, wenn das kommt. Den Pfeilen ein bisschen ausweichen. Leider nur einmal getroffen. Das ist ein bisschen blöd. Voll reingelaufen, na okay, wei. Das war dumm, das war dumm. Das war einfach nur dumm. Na ja, gut, was soll's. Das war genauso dumm, weil ich jetzt hinlaufen muss. Das war genauso dumm, ich habe mich wieder mal nicht ans Leuchtfeuer hingesetzt. Jetzt ist die Feuerhüterin nämlich auch aggro. Shit, jetzt muss ich hinlaufen, Leute. Jetzt kann ich mich nicht hinteleportieren. Okay, Feuerhüterseele müssen wir jetzt einsacken. Ah, so ein Mist, jetzt muss ich hinlaufen. Na gut. Hilft jetzt nichts.
Die mag das nämlich auch überhaupt nicht, die Feuerhüterin, dass man Finstersonne Wendelin angreift. Die mag es übrigens auch nicht, wenn man Anna-Londo verdunkelt. Das heißt, die Illusion der Prinzessin hier, ja, tötet mehr oder weniger. Ah, shit, das ist jedes Mal dasselbe. Ne? Ich bin von Darksiders 2 so gewöhnt, dass es reicht, sich ans Leuchtfeuer hin zu teleportieren. Nein, in Darksiders 1 muss man sich hinsetzen. Das vergesse ich jedes Mal. So, hilft nichts. Jetzt müssen wir mal runterfahren. Ah, falsche Richtung gedreht. Andi. Gehe ich in den Uhrzeigersinn ist runter. So, jetzt setzen wir uns aber hin. Ja, Krone der Dämmerung macht es jetzt nicht gerade einfacher, gell? Machen wir raus, weil ich kassiere mehr Magieschaden. Machen wir später. Ja, der Kamehameha, das ist gut. Aber nicht so. Na, komm mal mit Bogenschütze. Was ist denn mit deinem Bogen mit? Jetzt. Den kann man wenigstens schön ausweichen. Na? Ja. Passt. Okay, Finstersonne Wendelin Trophy erledigt. Wunderbar. Müssen wir, soweit ich weiß, auch zweimal besiegen. Brauchen wir die Seele zweimal für die Platin. Ah ja, genau, das ist leer. Ne, hier gibt es das Wunder Sonnenlichtschwert. Genau, das habe ich jetzt verwechselt mit dem Sonnenlichtspeer. Und dem Blitzspeer. Das gibt es bei den Sun Brothers Eid. Also beim Eid der Sonnenlichtkrieger Blechrüstung. Das ist die von der Feuerhüterin. So, okay, als nächstes Heimatknochen kaufen. Heimkehrknochen. Ja, ich verwechsel das einmal wieder mit Dark Souls 2. Okay, das hätten wir. Anor-Londo auch komplett erledigt. Ich frage mich immer noch, was aus so leer geworden ist. Ja, verschwunden. Nein. Ja, er ist verschwunden. Nein. Er ist nicht da. Dann heißt es jetzt eigentlich Nito.
Können wir eigentlich zu Nito. Frosch im Hals. Sorry. Ja. Können wir ein bisschen auf Magie, hä? Ja. Gehen wir jetzt auf Int. Können wir eigentlich überhaupt schon... Jetzt warte mal. Ja, Seelenspeer geht noch nicht. Seelenspeer geht noch nicht, aber wir können das benutzen. Zielflugseelmasse und Kristall Zielflugseelmasse. Da machen wir uns noch was richtig Cooles. So. Feuerhütte-Seele haben wir auch, natürlich, weil wir die Feuerhüterin gekillt haben. Gehen wir noch in Intelligenz. Wunderbar. Dann Katakomben an den Skeletträdern wieder vorbei. Zur Sicherheit haben wir sie weg. Ah, so gefällt mir das. Ah, da ist noch einer. Das da ist Kleriker-Set, das muss man von oben holen, aber brauchen wir nicht. So, jetzt brauchen wir die Sonnenlichtmade. Alternativ geht auch die Schädellaterne. Aber dann können wir zumindest weiter ein Schild benutzen. Gerade mal der Riesen, na, das ist... Brauchen einen besseren Zauberstab. So, weg, 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 weg. Runter, runter, runter. Patches. Bevor wir zu dem gehen, aktivieren wir aber das nächste Leuchtfeuer.
Ja, Logans Beschleuniger wäre cool, aber den haben wir nicht. Mei, ist halt so. Aber so geht's auch. Seid ihr ein Kleriker? Nein, er hasst Kleriker. So, trotzdem ist er ein Badass, ne? Wir kriegen genau wie in Demon's House einen Arschtritt und landen jetzt mal hier unten. Da gibt es nochmal eine Schädellaterne. So, was wir jetzt noch auswählen, ist wieder mal der goldene Schlangenring. Weiße Brocken wollen wir haben. Hier liegt einer, und zwar diese komischen Skeletttürme, Gegner, Dinger, ne? Die droppen weiße Brocken. Vielleicht haben wir Glück und wir kriegen den einen oder anderen. So, da ist Rhea aus Sutherland, die wir gleich noch wichtig werden. Jetzt müssen wir erstmal Vince und Nico besiegen. Das sind ihre beiden, Aue. Aue. Ihre beiden Bodyguards. So, wichtig ist jetzt mit ihr zu reden. So, da schenkt sie uns das Wunder Auffrischung. Wunderbar, so. Der Teil dieser kleinen Quest ist erledigt. Beziehungsweise die Quest an sich mit ihr ist erledigt. Wir müssen halt später noch bei ihr Zeug einkaufen. Und sie wird irgendwann sterben. Beziehungsweise sie wird ermordet. Ah, sehen Sie, da haben wir ja schon. Weißer Brocken. Top. So, laufen wir erstmal nach oben. Down, ja, ist down. Ah, die Schwarzritter-Hellebarde ist einfach stark, ne? Ist einfach nur stark, das Ding. Was haben wir hier noch? Feines? Hm? Nehmen wir. So, da oben, glaube ich, müssen wir dann nimmer lang. Na? Da ist nur noch eine Seele. Genau, da war der Bossraum vom Pinwheel. Da gehen wir aber jetzt nicht mehr hin. Holen wir uns das noch. Ah, okay, da gäbe es auch noch drei Augen des Todes. Die brauchen wir jetzt natürlich nicht mehr. Hätte aber auch verdammt lange gedauert. Ne? Das ist nämlich jetzt nach dem Eid quasi. Ne? Hätten wir jetzt wieder zurück müssen und Und dann lieber so. Wir brauchen jetzt die Götterglut. Wo der Bogenschütze ist, weiß ich nicht. Der ist irgendwo da oben. Dann kommt man aber von hier nicht ran.
Aber das ist eh wurscht. Wir gehen da rein. Hab ich sie beide erwischt? Jawohl. Oh, 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 oh. Wow. Das ist eine gefährliche Stelle hier. Aber wir haben es geschafft. Was auch noch eine Option ist, fette Rüstung oder Pyromantie Eisenfleisch. Hilft auch gut. Ah, Murakumo, cool. So, wichtig ist das hier, die Götterglut. Jetzt können wir die göttliche Waffe mit den weißen Brocken und später einer weißen Scholle auf plus 10 aufleveln. So, Patches des Aas, wo ist er denn? Wir können über alle sprechen. Ja, ja, das war ein Versehen und so weiter, ist schon recht. Ja, ja, ist okay. Ja, ich habe euch übel mitgespielt. Ist recht. Wir haben ihm verziehen. Wir können nämlich dann bei ihm einkaufen. Wir brauchen seine Waffe für die Waffentrophäe. Das ist die Rundaxt. Die würde man auch bekommen, wenn man ihn jetzt killt oder später killt, das ist egal. Alles andere ist für die Trophäen nicht wichtig, aber trotzdem kann man ihn sich als Option mehr oder weniger aufheben als Händler, ne? Ja, die sind gefährlich dort, diese Skeletthunde. Die sind nicht ungefährlich. So, Vorsicht, hier ist irgendwo noch ein schwarzer Ritter, ebenfalls mit Hellebarde. Die können's. So, irgendwo hier in der Nähe gibt es noch den silbernen Schlangenring. Frag mich aber bitte nicht wo. Der ist ein bisschen blöd versteckt. Ich weiß es wirklich nicht. Der ist aber für die Waffentrophäe oder für die Trophäen allgemein nicht wichtig. Wichtig ist hier unten noch das Erscheinungsschild. Es müsste mal das da hinten sein, da müssen wir aber noch eins tiefer. Ich habe keinen Plan, wo man da jetzt genau hinspringen muss. Das ist nämlich ein bisschen blöd zu erreichen. Sondern irgendwo ist hier der Black Knight. Da ist er. Weißer Brocken. Hätten wir am Anfang die Schwarzritter-Hellebarde nicht bekommen, wäre das hier bis zum Ofen der ersten Flamme die einzige oder die zweite Möglichkeit und letzte Möglichkeit, wo wir sie bekommen hätten können. Also, gut, dass wir sie schon haben. Oh. So, das brauchen wir. Erscheinungsschild. Wo jetzt der silberne Schlangenring ist, Leute, ich weiß es nicht. Das ist mir ehrlich gesagt jetzt auch völlig wurscht. Ich brauche ihn nicht. Der erhöht die Seelenbeute, ne? Also die Anzahl der Seelen, die man von den getöteten Gegnern bekommt. Pff,
Wenn ihr wisst, wo es ist, bitte holt es euch. Ich verzichte. Kann sein, dass es der ist, ne? Wenn man von oben sich da runterfallen lassen muss, ist möglich. Ich will mich da jetzt nicht drauf aufhängen. Hier haben wir das zweite Leuchtfeuer. Da werden wir die Ausbildung umkehren. Müssen wir sogar für die Platin. Weil wir von Paladin Leroy invasiert werden müssen für die Waffe und das Schild. Und hier werden wir auch auf 20 Estus gehen. So, und dann wollen wir reparieren. Gut. Wichtig, weißer Bogen. Die können wir jetzt Gott sei Dank ignorieren. Müssen wir einfach nur um die Ecke laufen. Da hinten ist Anna. Ritterseele, na gut. Wir müssen eigentlich nur runter. So, sind wir schon durch bei dem dunklen Abschnitt, ne? So. Boah, Glück gehabt. Die wollte ich haben, die zwei weißen Brocken. So, Paladin Leroy. Der muss uns invasieren. Deswegen Grant, seine Waffe und das Schild Sanctus. Das glaube ich können wir aber gar nicht benutzen. Das regeneriert die Gesundheit ein bisschen. Nee, braucht 18 Wille, genau. Geringe TP-Regeneration. Ja. Vorsicht vom Skelett. Ah, okay, der ist runtergehopst. Das ist nett. So, hier ist der Bereich, wo wir die Masken farmen könnten. Sprössling haben wir ja schon. Vater und Mutter, ne, hätten wir noch. Aber müssen wir natürlich nicht. Hier sind die recycelten Pinwheels. So, die sind gefährlich, diese Babyskelette. Die spawnen immer wieder. Die kannst du nicht ausrotten. Und sie sind toxisch. Aber, meiner Meinung nach,
Der beste Spot, um Menschlichkeit zu farmen. Hier. Oh, jetzt weggeglitscht. Die glitschen halt leider gerne weg. Das ist der Nachteil. Man muss da schon ein bisschen schnell sein. So, hier in dieser kleinen Höhle müsste es den weißen Brocken oder die weiße Scholle geben. Richtig. Ja, oh ne. Toxisch. Wir haben aber noch Lieder mit Blume. Oh, deswegen weißer Brocken. Das ist hier unten nicht ganz ungefährlich, ne? So. Weißer Bocken, nett. Mein weißer Bocken. Na, hier könnt ihr wirklich farmen, bis ihr schwarz werdet, ne? Man müsste halt hier schnell sein, da Menschlichkeit, weil die glitschen sehr schnell durch den Boden durch. Für mich die beste Stelle, um Menschlichkeit zu farmen. So, aber das soll es hier gewesen sein. Wir gehen jetzt zu Nito rein. Wir brauchen jetzt eine göttliche Waffe. Bin ich überladen? Ja, bin ich. Das heißt, überladen bin ich nicht, aber mit Roll. Ist mir aber jetzt wurscht. So. War die Explosion? Ja, das war Nido. Die göttliche Waffe habe ich für die Skelette nur genommen, ne, weil Nido als Nekromant dient für die. Wir wären sonst immer wieder aufgestanden. So. Züge über den Grabesfürsten. Ich würde es gerne auch empfehlen, zu vermeiden, nach hinten zu laufen, weil hier sind noch zwei große Skelette. Oder drei sogar. Eins, zwei, sind sogar drei große Skelette. Das macht das Ganze nicht gerade leichter. So, hier finden wir auch das Paladin-Set. Es kann aber sein, dass ich da hier das Areal neu laden muss. Ja. Ja, genau. Hier ist jetzt das Set von Paladin Leroy. Wunderbar.
Okay, Leute, Nito hätten wir auch. Sehr gut. Da sind wir auch fertig. Jetzt schauen wir mal zu Patches. Zeige ich euch kurz, was man bei dem kaufen könnte. Vielleicht hole ich mir sogar noch die Masken. Brauche ich zwar eigentlich nicht. Der ist irgendwo hier hinten. Müsste Patches sein. Ja, da ist er genau. Ja, die Kniefallgeste, die ist wurscht, aber wir können hier zum Beispiel, da hätten wir jetzt drei Augen, da hätten wir jetzt Augen des Todes kaufen können, ne? Für den Eid. Aber ja, genau, er ist aber teuer, 10.000 für die Menschlichkeit. Heilung 5 und Auszug Großheilung 10.000, der läuft nicht ganz rund, ne? Wichtig ist die Rundaxt. Und hier haben wir die Masken, ne? Kann man machen, muss man nicht. Mei. Maske des Vaters erhöht ein bisschen die Traglast, das nehmen wir mit. Maske der Mutter erhöht ein bisschen die Lebensenergie. Sprössling haben wir. Klerikersee brauchen wir nicht. So, man kann ihn jetzt auch killen. Was? Das ist die Rache. Für den Arschtritt, mein Freund. So, sparen wir uns 10.000 Seelen. Für die Menschlichkeit. Und hier, das brauchen wir, die Rundaxt. Wichtig für die Platin. Sag mal einen Schluck Limo. Patches brauchen wir sonst nicht mehr. Ich habe mir, wie gesagt, nur noch die Masken gegönnt. Alles andere, wurscht. Gut. Können wir eigentlich noch den Ding reinmachen? Den Wappenring brüllenden Drachen, dann machen wir mehr Magieschaden. Das war auch noch so eine Option, gell? So. Mit den 124.000 Seelen und fast 125.000 im Gepäck gehen wir jetzt nochmal hier zur Kirche von den Gargoyles. Denn wir haben noch einzukaufen, Leute. Darf ich nicht vergessen? So, hier ist jetzt Rhea. So, reden, wir müssen nämlich bei ihr jetzt auf Shoppingtour gehen. Ja, okay, nehmen wir mit. So, Gegenstand kaufen. Also, wir brauchen, es ist nämlich hier, habe ich ganz am Anfang, im ersten Part oder zweiten Part, habe ich gesagt. Ich glaube, das war der erste sogar. Wenn ihr nicht darauf angewiesen seid, kauft euch die Wunder nicht bei Petrus, weil der ist deutlich teurer. Hier bei Rhea geht das gleiche Zeug für deutlich weniger. So, wir brauchen Heilung. Wir brauchen Auszug großer Heilung, Rückkehr, Wucht, große Heilung, Götterzorn, Ratsuchen und Zauberbarriere. Wunderbar. Die Trophäe können wir noch nicht haben, weil da fehlt noch der Sunbrow ein. Na, den müssen wir auch noch vervollständigen. Deswegen können wir das vergessen. Virion Nox, ja genau. Gut. So, wie ihr seht, Auszug groß, große Heilung kostet bei dem 10.000 Seelen. Bei Rhea, glaube ich, waren es 2.000. Rückkehr 8.000, bei Rhea war es ein Tausender, ne?
Heilung 4000, Paria war es 1000. Also das ist schon bei ihm deutlich teurer. Wenn ihr, wie gesagt, nicht am Anfang als Kleriker spielen wollt und darauf zurückgreifen möchtet. Nee. So. Aufsteigen. Intelligenz. Wir machen jetzt einen Int-Nahkampf-Hybriden. Warum auch nicht, ne? Ja, 36,44. Rest, passt schon so. So, jetzt holen wir uns aber noch den Zugang zum DLC. Reisen wir nach Anolondo. Sonst muss ich den ganzen Weg vom Archiv wieder zurücklaufen. Das kommt dann nämlich als nächstes. DLC ist per se nicht wichtig für die Platin-Trophäe. Gibt es keine Trophäen, gibt es nichts, was wir einsammeln müssten. Cool ist auf jeden Fall diese dunklen Zaubereien. Die sind richtig, richtig stark. Und ja. Die zwei wichtigsten Sachen für mich sind zum einen die drei Schollen, die es im DLC gibt. Das ist eine graue, eine blaue und eine weiße. Eine rote, glaube ich, gibt es nicht, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich möchte euch die alternative Videosequenz zeigen mit Sif, wenn man zuerst das DLC macht. Ist lore-technisch ziemlich interessant. Wer sich dafür interessiert, natürlich. Ist mal ein bisschen was anderes. Aber für das eigentliche Spielprinzip ist es nicht wichtig. Nicht überstürzen, okay, die sind gebufft. Es gibt jetzt deutlich mehr Schaden. Also für uns. So, Kristallgolem killen. Geht nur, wenn die Hydra tot ist und das befreit ist, ne? So, zerstörter Anhänger. Jetzt können wir ins DLC. Aber erst muss ich mal eine Homework bei uns kaufen. Ich habe keine mehr. Das machen wir auch noch schnell. Ja, ist gut.
Hilft mir keiner noch? Na. So. Heimkehrknochen. Na, 48 brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber 25 sollen schon sein. Den Rest brauchen wir von ihr nicht. Na, wo sind sie hier? Okay, Leute. Naja, natürlich mal wieder nicht hingesetzt. Das ist jedes Mal das Gleiche. So, jetzt machen wir noch mal kurz zu Griggs schauen. Na, da haben wir alles. Jo, passt schon, da haben wir alles. Alles klar, alles gut, alles gut. Zauberei-Trophäe haben wir eh schon, gell? Nein, die Wundertrophäe haben wir schon, genau. Oder was? Die Pyro-Trophäe, die Pyro. Aus dem DLC, genau, Pyro-Trophäe. Wurscht. Okay, liebe Leute, Nito hätten wir auch erledigt. Den Schlüssel fürs DLC, den Zugang haben wir uns geholt. Das heißt, wir werden als nächstes in das DLC gehen, Freunde. Bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß mit Dark Souls. Haut rein und bis nächstes Mal hoffentlich. Macht's gut, habe die Ehre. Ciao, servus.